Hallo meine frierenden Kältefreunde und ein Jojojo an alle. Willkommen zum neuen Video mit einem Thema, was eigentlich überhaupt gar nicht so richtig bearbeitet wird. Eine Frage, die sich sehr viele witzigerweise Kunden stellen und aber auch natürlich Leute, die wenig Erfahrung haben. Willkommen zum sehr, sehr spannenden Thema. Ja, das Thema, was sich heute dreht, und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das eigentlich auch vollkommen ignoriert. Erst wieder vor kurzem hat mich ein Kunde darüber angesprochen. Da geht es einfach nur darum, wenn ich Kältemittel auffülle, also wir haben ein Leck, wir haben eine Leckage und ich fülle Kältemittel auf, habe ich immer wieder die Frage, ja, und was ist mit dem Öl? Also das Thema heute werden wir uns einfach mal richten, wie viel Öl oder wie kann ich einschätzen, wie viel Öl aus einer Anlage beim Leck rausgeht oder nicht. Und die Antwort, die ich darauf geben kann, ist, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung. Naja, warum habe ich keine Ahnung? Das ist relativ einfach zum Erklären. Es ist schwierig, da eine genaue Antwort zu geben, aber die Frage ist berechtigt. Ja, die Frage ist berechtigt und gehen wir mal auf die Frage direkt mal ein. Warum kommt überhaupt Öl aus dem System und wie kommt der Kunde und andere Leute überhaupt drauf, dass wir Öl verlieren? Und das liegt schlicht und ergreifend daran, ich will jetzt nicht sagen, bitte, das darf man auch nicht falsch verstehen, was vielleicht viele glauben mit Halbwissen und sowas in Richtung, hat damit gar nichts zu tun. Gerade bei Kältetechnikern, sage ich mal, die wenig Erfahrung mit so etwas haben oder die relativ jung sind und frisch die Ausbildung haben, die haben natürlich schon ein sehr fundiertes kältetechnisches Wissen. Und dadurch, dass die so ein fundiertes kältetechnisches Wissen haben, wissen die natürlich auch, dass wir bei einer herkömmlichen Kälteanlage immer Öl mit unserem Kältemittel transportieren. Und dadurch wissen sie auch, und sie können natürlich eins und eins zusammenrechnen und können dann sagen, ey, wenn Kältemittel ausgeht, müsste ja rein theoretisch Öl auch mit ausgehen. So, jetzt kommen wir zur Kundenseite, die sich meistens bei oder mittlerweile sehr häufig bei irgendwelchen Reparaturen im Internet informiert. Und da kursieren natürlich viele, viele Videos, die halt die Basics in der Kältenlage erklären. Und dann fängt man natürlich auch an, ein bisschen nachzudenken und zu sagen, hey, warte mal kurz, wenn da Öl drin ist, wenn da Kältemittel drin ist, dann muss das ja auch ausgehen. Der kommt aber immer nur mit einer Flasche vorbei und füllt hier einfach nur Kältemittel auf, aber immer muss das Öl ja auch aus sein. Also widmen wir uns einfach mal dem Thema und versuchen da mal eine Erklärung oder beziehungsweise eine Lösung für dieses ganze Problem zu finden. Da müssen wir jetzt einmal die Kältenlage analysieren. Nämlich, es hat so viele Faktoren, wann, wie viel Öl oder welches Öl und wie, was, wann, wo auch daraus geht. Weil Punkt 1, wo ist das Leck? Ist es sorgseitig? Ist es druckseitig? Ist es flüssigkeitsseitig? Das sind so viele Faktoren. Was ist es für eine Anlage? Was ist es für ein Kältemittel? Oder sind irgendwelche Sachen drinnen, wie zum Beispiel ein Ölabscheider, der überhaupt verhindert, dass so viel Öl in unseren Kältekreislauf reingeht? Und das sind so viele Faktoren, wo ich immer wieder sagen muss, wie soll ich denn das Ganze jetzt einschätzen? Also ich kann euch mal als kleinen Ratschlag, ich kann euch auch da keine Formel geben, ich sage, bei so und so viel Kilogramm Kältemittel verliert ihr so und so viel Öl. Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wenn ihr das jetzt erwartet habt, tut es mir ganz ehrlich leid, schaut trotzdem das Video bis zum Ende, weil vielleicht kommt dann doch der ein oder andere Tipp für euch da drin rein. Wenn ich einen Ölabscheider habe zum Beispiel, kann ich damit rechnen, dass wir, sage ich mal so roundabout 10-5% der Ölmenge überhaupt ins System rauslassen, als wenn wir gar keinen hätten. Ja? Also der Ölabscheider absorbiert normalerweise schon so 90-95%, sage ich mal so ungefähr, ja, das Öl und führt es gleich direkt zum Kompressor zurück. Klarer doch. Wer jetzt natürlich wieder ein bisschen mitdenkt, wäre natürlich an der Retourleitung oder in der Leitung, die zum Ölabscheider geht, das heißt in der Heißgasleitung, die direkt zum Ölabscheider geht, dort ein Leck, dann wird sie durch die meiste Menge an Öl rausgehen, schlicht und ergreifend. Also können wir schon im Prinzip einzeln zusammenrechnen, dass wir im Heißgasbereich ja überhaupt, egal jetzt ob Ölabscheider oder nicht Ölabscheider, die größte Anzahl an Öl haben, was rausgeht. Man sieht es ja auch offensichtlich. Ja? Also wenn man es nicht sieht, wenn man ein Leck hat und da ist kein Ölfleck, dann kann man ja auch davon ausgehen, dass wir jetzt nicht unbedingt gerade Öl verloren haben. Und warum passiert das? Weil nicht immer das Öl gleich direkt mit rausgeht. Ja,
Öl ist mit Kältemittel gebunden. Aber wenn wir zum Beispiel in gasförmigen, zum Beispiel in einer Sorgleitung drin sind und wir haben eine richtig gute Ölrückführung, wir haben zum Beispiel einen Ölabscheid drin. Das heißt, wir haben die Menge, der Anteil des Öles ist gering und es schwimmt auch nur unten mit. Und wenn ich einen Leck habe, dann drückt sich hoffentlich das Gas einfach nur raus und das Öl schwimmt mehr oder weniger einfach weiter zum Kompressor. Und deswegen habe ich sorgseitig in den meisten Fällen, ich sage mal in den meisten Fällen, relativ wenig Ölverlust. Im Gegenzug heißgasseitig, wo ich das ganze Jahr rauspresche mit einem hohen Druck, ja, da schieße ich auch natürlich gerne das Öl mit raus. Wenn natürlich hier Undichtheiten, wie gesagt, im Heißgasbereich entstehen, dann wird es halt immer wieder relativ schwierig. Und jetzt schwenke ich mal ein bisschen zu den Anlagenarten herum, wo halt so standardmäßig Undichtheiten passieren. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine herkömmliche Klimaanlage nehmen, nehmen wir ein Splitgerät hin, weil das ist natürlich auch eines der Thematiken, wo ich sag mal, sehr viele Leute einen Kurs besucht haben, sich die Berechtigung dazu geholt haben, dass sie das ausführen dürfen, ja. Und dann halt auch genau dieses Basiswissen, also zwar ein fundiertes Basiswissen, aber dieses Basiswissen haben und genau dann wissen, okay, ich habe Öl im System und warum fülle ich da keines nach, wenn ich ein Leck habe? Und dann muss ich auch hier gehen, Leute, wo sind denn eure meisten Undichtheiten? Ich meine, ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, gerade bei Split-Klimaanlagen, weil ich ja nicht so viel damit zu tun habe mehr, wo habt ihr die meisten Undichtheiten? Aber mir kommt es vor, also die ich kenne oder gekannt habe, sind es doch meistens Austritt und Eintritt vom Außengerät und dann Aus- und Eintritt vom Innengerät. Dort bei den Bördelverbindungen in den meisten Fällen habe ich die, sag ich mal, ist bei meinen Anlagen oder bei meinen frühen betreuten Anlagen die größte Anzahl an Undichtheiten. Ja, ich hatte schon einige im Innengerät, ich hatte schon einige im Verflüssiger drinnen, weil halt ein Hagelschaden entstanden ist oder sowas in der Richtung. Ich hatte schon mal Serien von der Klimaanlage, wo wirklich Lötstellen gerissen sind, innen im Außengerät selber drinnen. Aber wenn ich das Roundabout zusammenzähle, habe ich sie eher auf die Verbindungen. Und in der Verbindung habe ich einmal eine Flüssigkeits-, also eine Einspritzleitung, gar nicht, also wenn es eine VHF-Gerät ist, wäre es eine Flüssigkeitsleitung, aber wir haben ja gesagt, wir reden von einem Standardklimagerät, so eine normale Single-Split-Anlage, dann ist das ja die Einspritzleitung und zurück kommt die Sorgleitung. Und da ist der Ölverlust sehr, sehr gering, wenn ich eine Leckage habe, weil einfach dort nicht so viel Öl, beziehungsweise schon Öl ist, aber das durch den Leck nicht unbedingt gerade rauskommt. Und somit kann ich da eigentlich relativ entspannt sein und muss dann nicht jedes Mal Öl nachfüllen. Und vor allem bei vollhermetischen Verdichtern. Und wie will ich den Ölstand prüfen? Ich kann ihn nicht prüfen. Außer es gibt natürlich ein paar so vollhermetische, größere Verdichter, die ein kleines Ölschauglas haben. Ja, die existieren. Darüber brauchen wir auch nicht reden. Aber wir reden ja noch immer von den Standardfällen, zum Beispiel von der Split-Klimaanlage, so in Richtung, ich habe kein Ölschauglas. Das besitze ich nicht. Also wenn ich jetzt keine aktive, riesengroße Öllacke habe, sage ich ganz ehrlich, ist meine einzige Sache, die ich machen kann, ich fülle das Kältemittel auf. Weil ich nicht weiß, wenn ich Öl verloren habe, wie viel. Aber wie gesagt, Ölundichtheiten sehe ich. Und dann kann ich anhand der Größe des Ölflecks ungefähr abschätzen, dass ich dort vielleicht ein bisschen Öl nachgebe. Das Schlimmste, was ein Kältetechniker machen kann, ist wahllos Öl nachzufüllen. Einfach zu sagen, oh, ich habe ein Leck, und das habe ich halt auch schon erlebt. Zumindest erlebt, selber habe ich es nicht von Kunden erzählt bekommen. Ja, ob das jetzt wirklich wahr ist, ob der andere Techniker, der da war, den Kunden einen Bären aufgebunden hat und den er gesagt hat, ja, ich habe eher noch das Öl noch mit einer Pumpe reingelassen, hin und her, damit er irgendwie safe, entspannt ist. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich will dich auch nicht beurteilen. Das ist halt ein komplettes No-Go. Öl nachzufüllen, ohne zu wissen, wie viel Öl überall ausgegangen ist, ja, macht man ganz einfach nicht. Ja. Klar doch, wenn ich einen hypermetrischen Verdichter habe, mit einem dicken, fetten Ölschauglas, wo ich den Ölspiegel quasi mir anschauen kann, ja, dann ist das natürlich alles easy going. Ich habe eine Undichtheit, ich schaue mal den Ölstand an, passt er nicht, ja, nein, vielleicht, habe Angst. Ja. Und wenn er nicht passt, kann ich gegebenenfalls natürlich Öl nachfüllen, weil ich auch die Möglichkeit dazu habe, das nachzufüllen, weil ich mir den Stand ansehen kann. Ja. Aber bei Vollhermetner habe ich halt ein Problem. Ja,
Ich habe echt in letzter Zeit auch auf Amazon, und ich habe das schon vor ein paar Jahren gesehen, dass es auf Amazon gibt, wenn ich nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber ich sage es ganz einfach mal, ja, da gibt es gerade für Autoklimaanlagen ganze Füllkartuschen, wo angeblich Öl, Gas, Kontrast, ich glaube, alles auf einmal in einer Kartusche drin ist. Ja? Und da stelle ich mir ebenfalls die Frage, ja, von was gehen die aus? Warum verkaufen die überhaupt so etwas? Ja, warum verkauft man so etwas? Das ist halt für die gesamten Do-it-yourself-Geschichten, wo man sagt, okay, man füllt ja einfach mal alles sicherheitshalber rein. Ja? Aber auch hier ist genau derselbe Fall, was könnte im Worst Case passieren? Ich lasse halt zu viel Öl rein. Klar, ich müsste natürlich sehr viel Öl reinlassen, bis ein Ölschlag am Kompressor passiert. Aber so groß sind die Kompressoren in der Autoklimaanlage nicht. Das heißt, es könnte, und ich will jetzt auch nicht mutmaßen, ja, auch relativ zügig passieren, wenn ich hier jedes Mal, wenn ich sage, ich habe jedes Jahr oder alle halben Jahre muss ich meine Klimaanlage auffüllen, ja, sollte ich mir vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, dass ich vielleicht doch mal eine Leckage suche. Aber jetzt rein theoretisch, ich fülle die regelmäßig auf und ich fülle jedes Mal Öl mit rein und ich habe irgendwo sorgseitig irgendwo eine Undichtheit, wo eigentlich fast gar kein Öl rausgeht, ja, dann fülle ich immer mehr und immer mehr Öl rein. Und dasselbe würde ich auch bei einer handelsüblichen Klimaanlage machen. Wenn ich da jedes Mal bei einer Leckage Öl nachfüllen würde, jetzt nur rein hypothetisch, ja, dann wird irgendwann mal der Kompressor einen sogenannten Ölschlag bekommen. Und wenn ich das nicht kontrollieren kann oder nicht kontrolliert etwas füllen kann, dann soll ich es bitte lassen. Dann ist das der falsche Weg. Dann muss ich mir einen anderen Weg suchen, ja, oder mir das überlegen. Ja, wie gesagt, halbermetrischer Verdichter, easy going. Ölschauglas, schaue ich nach, lasse die Anlage ein bisschen laufen, dann schaue ich mir die Stände an, wie sie rauf und runter gehen, schaue, okay, Minimum, Maximum, wo bewegen wir und welchen Bereich bewegen wir uns, und dann kann ich entscheiden, okay, ich fülle mir einen halben Liter oder einen Liter nach. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, ein halber Liter Öl oder auch 300 Milliliter Öl. Nehmt euch mal einen Messbecher, geht mal in die Küche, nehmt euch mal so einen Sonnenblumen, Kürbiskern oder Rapsöl her und füllt euch mal 300 Milliliter rein, wie viel das ist. Da muss ja eine Lache da sein, das muss ja auch irgendwo hin. Und wenn ihr kein Öl seht, wenn hier, ihr habt ein Leck, ich hoffe, dass ihr das Leck auch gefunden habt, ja, und ihr geht dorthin, das Lecksuchgerät sagt, ihr habt dort ein Leck und da ist nichts. Da ist gehende Leerheit oder vielleicht ein Tröpfchen, dann könnt ihr euch sicher sein, okay, gut, da ist vielleicht ein Tröpfchen rausgegangen. Deswegen brauche ich jetzt auch kein Öl nachfüllen. Wenn ich natürlich heißgasseitig, was ich halt auch mal ab und dann mal habe, kurz vom Ölabscheider dort die Leitung reißt und dort so ein Ölberg quasi, ein flüssiger Berg, wie nennt man flüssigen Berg? Naja, egal. Eine Flüssigkeitsansammlung in einer Größe eines Berges, ja, sich dort befindet. Ja, dann sollte ich mir Gedanken darüber machen, dass ich Öl nachfülle, und dann muss ich auch mit dem Kunden darüber sprechen, sage ich, okay, gut. Ganz wichtig, Leute, kleiner Praxistipp, macht mal zuerst das Öl weg, bevor ihr weiterarbeitet. Ist jetzt nachher versaut, ist jetzt nachher dreckig, ja. Und nur mal so ein kleiner Wink, macht zuerst das Öl weg, macht das sauber und dann entscheiden wir, wie wir weiter vorgehen mit der ganzen Geschichte. Aber dieses Ganze hier, ja, die Theorie sagt, und das ist auch vollkommen richtig so, wenn ich ein Leck habe, dann können Prozente oder Anteile des Öles rausgehen. Aber ich kann es ab einer Kälteanlage tatsächlich einfach nicht verallgemeinern. Und den Kunden in den Glauben zu lassen, dass halt immer wieder Öl ausgeht, ist halt immer relativ schwierig. Und man muss immer auch davon überzeugen, und das vielleicht nur mit kleinen Anekdoten oder kleinen Aussagen zu sagen, hey Leute, ja, Öl geht raus, aber es kommt natürlich darauf an, wo ist das Leck? Welches Kältemittel ist drinnen? Wie groß ist die Undichtheit? Es gibt ja, Gas ist ja quasi von der molekularen Struktur zum Beispiel ja wesentlich kleiner aus wie Öl. Es kann natürlich auch ein Leck sein, das kommt sehr häufig vor, was natürlich kleiner ist, wie zum Beispiel ein kleiner Haarriss, ja, wo das Kältemittel ausgeht. Da geht aber kein Öl raus, weil die molekulare Struktur vom Öl ja viel zu groß ist. Genau auf diese Basis übrigens arbeiten auch diese ganzen sogenannten Dichtmittel in unseren Anlagen, die ja ein Adjektiv unseres Öles ist, die damit mittransportiert werden und dann diese kleinen Haarrisse quasi zumachen, weil die molekulare Struktur von diesem Mittel und dem Öl zu groß ist, um überhaupt dort auszutreten. Das heißt, um einen Ölschaden zu haben, muss da auch mal ein richtiges Leck sein. Ja? Wir reden hier wirklich von einem Leck, ja? Und nicht von irgendeinem kleinen Haarriss oder sowas in Richtung, wo ein bisschen Öl ist. Zweitens gibt es natürlich auch Undichtheiten, wo nur Öl rausgedrückt wird und das halt so minimal, ja,
wo ich dann auch sage, nein, ich brauche da keinen Ölfilm. Wir haben natürlich dann Probleme, wenn wir Anlagen haben, die schon von der Ölfüllmenge zu gering sind. Ja? Deswegen gibt es ja auch sogenannte maximale Leitungslängen. Deswegen gibt es Berechnungen von Rohrleitungsdimensionen, wie lange darf ich die Rohrleitung machen, wie lange kann ich die Rohrleitung machen. Da spielt jetzt nicht nur der Kälteleistungsverlust über Strecke, sondern da spielt natürlich auch der Öltransport eine wichtige Rolle. Ja? Wenn ich natürlich auch noch zusätzlich irgendwelche Verrohrungen getätigt habe, wo das Öl ganz, ganz mangelhaft zurückkommt und dann genau dort, wo sich gerade das Öl sammelt, ein Leck hat, ja, auch da geht natürlich viel aus. Aber nochmal, ich sehe das. Bei einem Leck, dann sehe ich etwas. Wenn ich jetzt ein Leck habe, wo vielleicht ein kleiner Öltropfen drauf ist, dann brauche ich jetzt nicht die Panik bekommen und zu sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt Öl nachfüllen. Weil das Öl wird, ja, vielleicht das ein oder andere geht bei Regen und Co. vielleicht ein bisschen weg, aber im Großen und Ganzen bleiben ja unsere Ölflecke. Deswegen bin ich ja auch so extrem penibel, was auch bei meinen Leuten und allgemein ist, wenn ich eine Wartung mache und ich habe dort Ölflecken, dass ich die natürlich reinige, weil die bleiben ja 5 Trillionen an zig Milliarden Jahren ja dort vorhanden, und jedes Mal, wenn ich zu einer Anlage hinkomme, habe ich, denke ich mir, oh, da ist Ölverlust, oh, da ist Ölverlust. Dabei ist das Öl aus 1837, bringt nichts. Deswegen macht das alles immer sauber, hält es auch natürlich sauber, dann sieht man auch gleich bei einer Leckage, ist da jetzt Öl mit rausgekommen, ja oder nein. Und noch einmal, vollimetrischer Verdichter, das Öl zu prüfen, naja, ist relativ schwierig. Es gibt natürlich Methoden, auch bei einem vollhermetischen Verdichter Öl reinzulassen. Es gibt Handpumpen, man kann es über Vakuum reinsaugen. Da verweise ich natürlich auch noch auf etwas ältere Videos, wo ich das erkläre, wie man Öl nachfüllt oder über den Ölwechsel macht bei normalen Anlagen oder welche Methoden es natürlich auch gibt, um Öl zu füllen. Aber auch diese ganzen alten Videos, möchte ich auch gleich hier nochmal erwähnen, werden neu aufgenommen, weil wir halt natürlich ein bisschen mit den neuen Werkzeugen und vielleicht auch ein bisschen besseren Kameraequipment versuchen, euch das ein bisschen schöner zu zeigen. Das heißt, Schritt für Schritt werden jetzt natürlich auch die etwas älteren Videos etwas modernisiert von mir. Darauf könnt ihr euch freuen, auch mit neuem Werkzeug mal zu sehen und nicht mein altes, abgeranztes Werkzeug von früher. Also, zu der Thematik kann ich eine Antwort geben bezüglich Ölfüllen auf Anlagen, wenn ich eine Leckage mit Kältemittel habe? Nein, kann ich nicht. Es tut mir wirklich leid, ich kann es nicht. Ja, es ist komplett situationsbedingt und ich muss das im Prinzip jedes Mal betrachten. Und betrachten tue ich es damit, dass ich es nicht analysiere, darüber rechne, darüber nachdenke, sondern dass ich auf die Leckage schaue und auf den Boden schaue und dann mir überlege, okay, wie viel Öl liegt da? Ist das kritisch? Ist es nicht kritisch? Kann ich damit leben oder kann ich nicht damit leben? So sehe ich das. Aber ich wurde jetzt echt erst vor kurzem wieder vom Kunden gefragt und dann kam halt, es ist halt immer so, ein Kunde fragt mich etwas und dann komme ich drauf, hey, das haben mich aber schon wirklich einige gefragt. Und die Frage habe ich schon öfters. Na komm, ich mache jetzt mal ein YouTube-Video darüber und weiß natürlich, vor kurzem jetzt passiert ist und ich es dem Kunden genauso erklärt habe, wie ich es euch erklärt habe, in einer sehr verkürzten Version natürlich beim Kunden. Hoffe ich, den einen oder anderen dem Video jetzt weitergeholfen zu haben. Wenn ja, lasst natürlich ein Like da, schreibt in die Kommentare bitte, wie seht ihr das? Füllt ihr Öl nach? Ja, nein? Macht ihr das? Oder tut sie einfach schätzen? Wie macht ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir sehen sich beim nächsten Techniker-Video wieder, wo ich glaube, die Thematik dieses Mal Recovering sein wird. Also könnt euch freuen, ich nehme Recycling neu auf und wird interessant. Wird interessant und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht es gut. Warte mal, letztes Mal hat sich jemand beschwert. Ciao, ciao.